In der Vorbereitung auf diese Rede gab man mir den Tipp, sei authentisch. Diesem Rat folge ich jetzt gerne und ich gehe jetzt nicht noch einmal auf die Veränderung unserer Zeit und dieses ganze Zeiten und so weiter. Steffen hat das schon wirklich gut gemacht. Ich komme lieber direkt auf den Punkt. Ich will eure Landesschatzmeisterin werden und für die kommenden 2 Jahre bringe ich für diesen Job die besten Voraussetzungen mit. Neben meinem abgeschlossenen Studium in Kulturwissenschaften, Politikwissenschaft und internationalem Kunstmanagement habe ich vor allem Berufserfahrung im Gepäck. Ich habe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein Museum in NRW gemacht, ein Musikfestival für 3000 BesucherInnen organisiert, ein Ladencafé geführt und einen Kulturverein gegründet. Als gelernte Marketingkauffrau habe ich in einer Mediaagentur gearbeitet und dort Kommunikationsstrategien entwickelt. Inwiefern sind diese vielseitigen Erfahrungen nun ein Argument dafür, mich als Landesschatzmeisterin zu wählen? Der nächste Landesvorstand wird sich neben all den inhaltlichen Themen, zu denen ich ja jetzt auch noch was sagen könnte, aber Anna und Steffen haben sich dazu ja schon ganz ausführlich geäußert, also der nächste Landesvorstand wird sich wesentlich um die Vorbereitung der kommenden Wahlkämpfe kümmern müssen. Und da komme ich ins Spiel. Denn neben den Inhalten ist Wahlkampf vor allem Projektmanagement, Kommunikation und Strategie. Und das kann ich. Einige werden jetzt denken, wieso redet die jetzt schon vom Wahlkampf? Ist doch noch ewig hin. Ist es nicht. Mal angenommen, der Bundestagswahlkampf findet tatsächlich erst planmäßig 2021 statt. Dann sollten wir uns nicht erst 3 Monate vorher damit beschäftigen. Klar, die thematischen Schwerpunkte legen wir nicht schon morgen fest, aber es gibt Bereiche, da sollten wir schon jetzt dran. Fundraising oder genauer gesagt Spenden zum Beispiel. Fundraising ist nicht nur geben und nicht nur nehmen, sondern auch geben. Die Beziehung zu Spenderinnen und Spendern muss langfristig aufgebaut und gepflegt werden. Es reicht nicht, kurz vorm Wahlkampf einmal anzuklopfen und um eine freundliche Gabe zu bitten. Wir sollten hier viel effizienter sein und bereits vorhandene Synergien besser nutzen, zum Beispiel mit den Kreisverbänden, und diesen Bereich gemeinsam angehen. Am Ende muss ein verzahntes Fundraising-Konzept stehen. Ich betone den Bereich Fundraising aber nicht nur wegen der anstehenden Wahlkämpfe. Wenn wir uns einmal den Haushaltsplan des Landesverbandes und hier explizit die Einnahmenseite anschauen, werden wir feststellen, dass diese erstens viel kürzer als die Ausgabenseite ist, und zweitens sich gar nicht so viele Möglichkeiten bieten, die Einnahmen zu steigern. Die meisten Posten sind fix. Die Spenden nicht. Da können und sollten wir ran. Bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Der Landesverband macht ja schon vieles, aber ich sehe hier noch einiges an Potenzial. Für mich gehört zu den Aufgaben der Landesschatzmeisterin nicht nur, Berichte zu erstellen und die Ausgaben zu genehmigen. Das auch. Aber die Bilanz oder in diesem Fall der Haushaltsplan besteht aus 2 Seiten. Und ich will mich in den kommenden 2 Jahren gemeinsam mit euch explizit um die Einnahmenseite kümmern. Ich bin seit März die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde und daher weiß ich, wie viel Wissen und Erfahrung in den Kreisverbänden steckt. Der Landesfinanzrat ist für mich das Gremium, wo sich die finanzielle Expertise der Kreisverbände vereint. Ich möchte von euch lernen, eure Erfahrung und euer Wissen in die Planung einfließen lassen und mit euch Ideen und Maßnahmen diskutieren, verwerfen und verbessern und nicht nur abstimmen lassen. Noch ein Punkt zum Thema Wahlkampf und Ressourcen. Wir müssen Wahlkämpfe auch deswegen besser vorbereiten, damit wir unsere wertvollste Ressource schonen. Ich spreche an dieser Stelle nicht von Geld, sondern von euch. Ihr Basismitglieder, Kreisvorstände, KreisgeschäftsführerInnen, Landtagsabgeordnete und auch die Ministerin und unser Minister, ihr alle seid die wichtigste Ressource dieser Partei. Denn ihr seid diejenigen, die die Politik und auch den Wahlkampf machen. Und unter Zeitdruck mit Personal- und Geldmangel macht das deutlich weniger Spaß. Ich kann nicht versprechen, dass die nächsten 2 Wahlkämpfe perfekt werden. Aber ich verspreche euch, dass ich mich als Landesschatzmeisterin für euch ins Zeug lege, damit wir die kommenden Herausforderungen erfolgreich meistern. Damit das funktioniert, werden wir an der einen oder anderen Stelle auch Geld ausgeben müssen, zum Beispiel für Personal. Klar, das erhöht die Ausgaben. Aber mit den wachsenden Mitgliederzahlen, den steigenden Anforderungen an die Partei und auch unserem eigenen Anspruch, uns auf allen Ebenen weiter zu professionalisieren, fällt leider nicht weniger, sondern immer mehr Arbeit an. Und diese Arbeit sollten wir auf viele Schultern verteilen.
Mehr Personal ist der einzige Weg, um alle zu entlasten. Und dann bin ich gerne bereit, das Geld auszugeben, denn ich sehe hier in erster Linie eine Investition in unsere Struktur und die brauchen wir. Ich werde nicht mit aller Kraft an der schwarzen Null für den Haushalt des Landesverbandes festhalten. Das soll nicht heißen, dass ich das Geld mit beiden Händen zum Fenster herausschmeißen will. Also ich mache nicht so. Mir ist es wichtig, gemeinsam mit dem Landesfinanzrat eine Strategie mindestens für die kommenden 2 Jahre zu entwickeln, tragfähige Entscheidungen zu treffen und wirklich nachhaltige Strukturen aufzubauen. Denn wir brauchen diese soliden Strukturen, ein nachhaltiges Wachstum und Kampagnenfähigkeit. Für das, was vor uns liegt und was wir uns vornehmen, müssen wir investieren. Oder wie es im Antrag von Monika, Marit und all den anderen heißt, den wir heute beschlossen haben, Investitionen in die Zukunft ermöglichen. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Aufgrund der Quotierung unseres Vorstandes, die natürlich richtig und wichtig ist, könnte der ein oder die andere schon auf den Gedanken gekommen sein, ja, also wenn ich jetzt einen männlichen Beisitzer haben möchte, dann muss ich ja Rebecca wählen, weil sonst kommt das ja alles nicht hin. Das stimmt, die Gedanken sind tatsächlich legitim. Ich wünsche mir aber, dass ihr mich nicht wählt, weil ich Eierstöcke habe, sondern weil ihr mich für qualifiziert haltet. Dankeschön.